ein paar besondere Spiegelachsen. Schauen wir uns an, zum Beispiel hier die X-Achse. Wenn ihr euch das vorstellt, die X-Achse ist die waagrecht verlaufende, dann ist klar, dann lautet die Geradengleichung y gleich 0. Die Frage nach dem Winkel stellt sich hier, den wir brauchen, um diese Spiegelmatrix auszurechnen. Ist natürlich 0 Grad, also 2 mal 0 Grad und so weiter. Ja, gibt genau das, was wir uns, wenn wir es in den Taschenrechner eingeben. Cosinus von 0 Grad ist 1 und minus Cosinus von 0 Grad ist minus 1. Der Sinus von 0 Grad gibt 0. Also erhalte ich so eine Spiegelmatrix. Bei der y-Achse lautet die Geradengleichung x0, also x gleich 0. Und da lautet mein Winkel ja dann 90 Grad. Und 2 mal 90 Grad gibt in dem Fall ja 180 Grad. Und der Cosinus von 180 Grad gibt minus 1 und dann dreht sich natürlich andersrum, wenn unten ein Minus dran steht, wieder um zu plus 1. Beim Sinus ist auch der, auch beim Sinus ist 180 Grad 0. Gut. Dann winkelhalbierende erster und dritter Quadrant. Ich schreibe mal die Geradengleichung dazu, damit man es vielleicht ein bisschen klarer weiß. Der erste Quadrant ist quasi da, wo die x- und y-Werte positiv sind. Also gleich das, was man als in der fünften Klasse gelernt hat als Koordinatensystem. Heißt, wenn ich jetzt mir das hier vorstelle, ist das so eine Diagonale, eine winkelhalbierende durch y gleich x, heißt das 1, 1, 2, 2. Das sind dann Koordinaten zum Beispiel, die auf diese Geraden liegen. Gut, wenn ich das einsetze, hier habe ich die Klammern vergessen, war etwas mühselig mit dem Computer das Ganze zu erstellen, bitte ihr dann selbstständig machen. Ist es eigentlich klar, ein 45 Grad Winkel, Winkelhalbierende heißt ja nichts anderes als 45 Grad. Der Cosinus von 90 Grad, da dreht sich jetzt um, der ist 0 und der Sinus von 90 Grad ist 1. Dadurch, dass ich keine Minusunterscheidung habe beim Sinus, sondern der beides Male hier quasi der Sinus dran steht, bekommen natürlich auch dieselben Werte raus. Und hier sind die Nullwerte. Der Winkel halbieren dem zweiten und vierten Quadranten. Da ist das gleiche, nur mit einem negativen Vorzeichen, also y gleich minus x. Der Winkel ist hier 90 Grad plus 45 Grad, also 135 Grad. Setze ich das Ganze ein, erhalte ich Cosinus von 270 Grad und der ist 0 und 0. Nur der Sinus von 270 Grad, der ist minus 1. Also kann ich hier unten minus 1 hinschreiben. Das sind quasi die besonderen Spiegelachsen, da wo man spezielle Spiegelmatrizen sofort aufstellen kann. Das Ganze bitte jetzt ins Themenheft.